Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2: Die Nacht des Raven. Ja, nachdem die letzte Folge so unschön und vor allem sehr zeitig geendet ist, hoffe ich einfach mal, dass es in dieser Folge besser läuft. Und das, was wir in der letzten Folge machen wollten, machen wir jetzt hier. Wir sprechen mit Snuff, auch ein alter Bekannter. Hey, willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Klingt auf jeden Fall besser als Fleischwanzenragout. Ja, Hammersoße, also die Hammersoße interessiert mich doch schon sehr. Was ist denn das? Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Hallo? Ich wollte eigentlich nur wissen, was das ist. Ich wollte nicht gleich einen Auftrag. Naja, gut. Aber ich mache es trotzdem. Erstmal fragen, was Feuergeschnetzeltes überhaupt ist. Feuergeschnetzeltes? Knusprig zart gebratenes Fleisch vermengt mit eingelegtem Feuerkraut. Aber keine Sorge, die Zutaten dafür habe ich bereits. Okay, klingt auch äußerst lecker. Okay, ich mach's. Alles klar, hier ist das Rezept. Rezept für Loose Hammer. So, das muss ich mir jetzt erstmal direkt angucken. Loose Hammer. Ja, jetzt wo ich es lese, fällt es mir auch wieder ein, dass es da sowas gab. Zutaten für ein Hammergebräu. Man nehme eine Wasserflasche sowie zwei Rüben und eine ordentliche Portion Sumpfkraut. Dazu gemahlene Zähne von einem Sumpfhai. Aha. Alles zusammen in die Flasche kippen und mit einem Schuss Rum abkochen. Prost. Laut dem blinden alten Mann ist es gesünder, die Dämpfe nicht einzuatmen. Wahrscheinlich, weil man dann blind wird. Okay, und da haben wir es auch schon. Mir war nämlich genau so, dass ich irgendwas machen musste. Sumpfhaie. Wir müssen also lernen, wie man die Zähne eines Sumpfhais zieht, um diese Quest zu erledigen. Wir haben tatsächlich noch keine. Kugeliger Fisch. Erzbrocken erhalten. Das freut mich. Okay. Haben wir denn noch Lernpunkte? Haben wir denn noch Lernpunkte? Ja klar, wir haben 30 Lernpunkte. Ich muss jetzt also irgendwoher lernen. Ich glaube, der eine Typ in den Sumpf, der konnte mir das, glaube ich, zeigen. Wie man denn einem Sumpfhai die Zähne zieht. Hier haben wir ja schon mit jedem gesprochen. Wir müssen auf jeden Fall noch unser. Der Typ kommt uns auch bekannt vor. Der Typ da in der Schattenrüstung, die in Gothic 1 ungefähr jeder anhatte. Also fast. Hey, wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, dann hast du ihn gerade gefunden. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Fisk, Mensch, gut, dass er uns nicht erkannt hat, ne? Es könnte sonst ein bisschen böse ausgehen. Oh, da ist ja Esteban. Natürlich hat er zwei Leibwachen, ne? Der kann sich selbst nicht verteidigen. Braucht unbedingt Schutz von anderen noch mit. Ja, Fisk, was hast du denn so an Warte mal. Material? Zeig mir deine Ware. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Die Pfeile nehme ich mir direkt mal. Das will doch keiner wissen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Die Bolzen brauche ich nicht. Wieder ein normaler Degen. Feldknöterich und Feldrübe. Der hat Feldrüben? Dann wurden diese Gegenstände ja tatsächlich auch mal anderweitig genutzt. Ich kenne sie nämlich nur als Questgegenstand in der allerersten Quest, die man macht. Bei Lobards Hof, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, ob ich mit Esteban sprechen soll. Ich speichere am besten erstmal. Und dann versuchen wir uns mal mit diesem Kerl hier zu unterhalten. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat.
Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Richtig netter Typ. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wieso? Du hast doch schon eine. Die ist fürs Erste gut genug für dich. Ich habe mich bewiesen? Gibt's doch nicht. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du hast dir schon ein paar Tricks erzählen lassen, was? Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Und wenn Senyan das selber war? Naja, mal schauen, ne? Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Ah, und schon wird er wieder wichtig. Gib mir jetzt den Stein, oder ich werde ihn mir holen. Nein! Oh, du bist lebensmüde. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand. Verdammt. Okay, dann machen wir das Gespräch mal ganz schnell. Und so, wisst ihr? Du bist also... Ja, das haben wir alles jetzt schon gehört. Ich will die Mine. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich will den roten Stein. Glaubst du wirklich? Was für eine Aufgabe. Ja. Das will doch keiner. Wie soll ich vorgehen? Ich brauche eine bessere Rüstung. Also, der Franco war ja schon eine harte Nuss, aber Esteban wird mich richtig kalt machen. Das ist amtlich. Deswegen spare ich mir den Versuch erstmal. Haben wir hier oben noch jemanden? Paul. Und Huno. Augenblick mal, Huno? Woher kenne ich den Namen Huno? War er der Schmied im alten Lager? Hieß der so? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Ja, sehr gut. Er hat den gleichen Satz, wirklich den gleichen Satz wiedergebracht, jetzt weiß ich. Er war nur anders betont, aber die Worte waren dieselben. Sehr schön. Klar, aus dem alten Lager. Das alte Lager, richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Ja, das denken alle. Wer hat sonst noch überlebt? Wenige. Ein paar sind wie ich mit Raven geflohen. Für viele andere wurde das alte Lager zum Grab. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Später erzählte man mir, dass Torus mich gefunden und mitgenommen hat. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben.
Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Aha. 2100. Ne, Freunde. Das muss ich erstmal nicht haben. Das ist, also ich habe zwar viel Geld, ja, aber... Zeig mal, was du hast. Nicht, um es dafür rauszuwerfen, sag ich mal. Das geht echt gar nicht. So, Waffen hat er natürlich auch wieder nur Schrott. Aber wenn du sowieso nur Schrott hast, können wir dich ja mit noch mehr Schrott zumüllen. Warum habe ich eigentlich den Rapier nicht mehr angelegt? Das ist schon wieder... Wahrscheinlich hat der Rapier wieder den Abschluss verursacht. Ne? Das ist jetzt gerade meine Vermutung. Das ist doch alles nicht wahr. Piratensäbel, ja, es ist ganz toll alles. Dann kann ich mich ja wohl auf was gefasst machen, ey. Es ist sehr ärgerlich. Diese Geschichte hier. Ja. Dann lassen wir das erstmal. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge wirklich mit dem Degen gegen ihn gekämpft haben, weil dann war klar, dass wir so wenig Schaden gemacht haben. Äußerst ärgerlich. Nun gut. Paul. Handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich habe nur ein paar Brocken Erz, aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Der arme Kerl kann dann bleiben. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. So gut, kannst du auch machen gleich. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Okay, der ist viel zu ängstlich, als dass er sowas in Auftrag geben könnte. Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich habe gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Oder war er es eventuell? Nun gut, versuchen wir erstmal hier hochzugehen. Da müsste der Torus stehen. Du kennst die Regel. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine, ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Wenn du was zu beanstanden hast, geh und sprich mit Esteban. Er ist für das Lager zuständig. Schön, dass du Verantwortung ziehst. Oh, diese Option wähle ich mal noch nicht aus. Nicht bevor ich gespeichert habe. So. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Du willst rein? Dann besorg dir einen roten Stein und verschwende nicht meine Zeit. Junge, ist ja gut gelaunt. Ich glaube, dann haut er uns um. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Okay, das ist eine äußerst seltsame Einstellung, aber zumindest ist er loyal, ne? Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her?
Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay, dann habe ich schon mal eine Information mehr. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Auf jeden Fall werde ich Snuff nochmal befragen, wegen der Sache mit der Loyalität zu Esteban. Genauso wie den Rest der Leute. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und wünsche euch noch viel Spaß. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.